Now what can I do? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein XXXXL aufgebraucht Video für euch. Ihr wünscht euch das immer wieder und deshalb habe ich fleißig Produkte gesammelt, die wir aufgebraucht haben. Ich habe das jetzt alles mal in Kategorien abgetrennt. Also ich habe Make-up-Entferner, Deo, Duschgel, Sachen für die Haare, für die Nägel und so weiter. Und das werde ich euch heute alles in diesem Video zeigen. Ich werde euch sagen, ob ich mir die Produkte nachgekauft habe, beziehungsweise wie ich sie so empfunden habe. Es hat sich dann auch mit der Zeit so rauskristallisiert, ja, welches meine Lieblingsprodukte geworden sind. Und das wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Wundert euch nicht, dass ich wieder dasselbe Outfit habe wie in meinem Drogerie-Neuheiten-Video, aber das habe ich gerade abgedreht und jetzt habe ich noch kurz Zeit und deshalb kommen wir zu diesem Video und ich bin so froh, wenn dieser Müllberg verschwindet und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir fangen an mit Abschminkprodukten und zwar habe ich einfach gemerkt, dass ich keine separaten Sachen brauche, um mich abzuschminken. Also, es gibt ja Augen-Make-up-Entferner und zwar zum Beispiel diesen hier von Garnier oder diesen hier von Balea, diesen hier von Essence oder diesen hier von Rival de Loup. Und für mich macht es wenig Sinn, weil ich einfach keine wasserfeste Mascara verwende und deshalb reicht mir ein einziges Produkt. Ich nehme mir das ab, das Make-up, so grob und dann wasche ich ja mein Gesicht bzw. peele es und so weiter. Zu diesen Produkten muss ich allerdings sagen, dass mir zum Beispiel dieses hier von Essence gar nicht gefallen hat. Das hat gebrannt, also das war schon mal überhaupt nichts. Von Balea, das fand ich ganz okay. Von Rival de Loup, das fand ich auch nicht gut. Also es hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das hat auch gebrannt. Wobei ich echt total unkomplizierte Haut eigentlich habe, aber das war echt total komisch. Am besten fand ich noch dieses hier von Garnier. Aber wie gesagt, ich verwende eigentlich jetzt immer nur eins. Diese Produkte hatte ich zum Beispiel in der Goodie Bag und deshalb habe ich sie halt verwendet. Ein anderes wurde mir auch geschenkt und deshalb verwende ich es dann natürlich. Aber am besten finde ich zwei Produkte und zwar dieses hier von L'Oreal, dieses Mizellenreinigungswasser, das finde ich richtig gut, das hat aber auch einen stolzen Preis, also es ist schon teurer, aber wenn ich zufrieden bin, warum soll ich irgendwas kaufen, das dann so nicht funktioniert, ne? Und ich finde aber auch gut dieses hier von Garnier, dieses Mizellenreinigungswasser, das hat ja diese zwei Phasen, also da ist auch ein Ölanteil mit dabei, das gefällt mir auch total gut, weil ich dann so ein richtig schön seidiges Gefühl irgendwie im Gesicht habe und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe natürlich auch Abschminktücher, damit nehme ich mir natürlich auch mein Make-up ab. Okay, ich glaube, wir können ein Schema erkennen und zwar schaut es euch an. Hier sind meine Reinigungstücher von Neutrogena. Ich habe euch die schon so, so oft gezeigt. Ich liebe diese Abschminktücher, aber ich liebe auch diese Reihe hier von Neutrogena. Die finde ich auch richtig gut. Die ist ein Ticken teurer und deshalb kaufe ich mir immer diese hier. Allerdings gibt es die halt bei uns nur bei Müller und da komme ich ja sehr selten hin. Bitte wundert euch nicht, ich habe wirklich lange gesammelt. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das jetzt irgendwie in einer Woche verwendet oder so. Das wäre natürlich Quatsch. Und ich habe aber in der Zwischenzeit, wenn ich mal nicht zum Müller gekommen bin, mir andere gekauft, eben beim DM, und zwar diese hier von Balea. Aber ich finde die halt, ja, überhaupt nicht so gut. Es ist halt ein Alternativprodukt, ne? Was soll ich sagen? Da fand ich die von Nivea deutlich besser, aber die sind auch teurer. Und auch diese hier fand ich dann nicht so wirklich gut. Also das ist komisch, wenn man irgendwann mal sein Lieblingsprodukt gefunden hat, dann möchte man nicht so gern ausweichen, ne? Weil man ja ein Produkt kennt, mit dem man wirklich zufrieden ist und dann eine Alternative zu finden, ist wirklich schwierig. Aber ich teste mich weiterhin durch. Wie gesagt, ich verwende ja auch andere Produkte, aber die Neutrogena Abschminktücher sind eben meine Liebsten. Dann machen wir mal weiter mit Deo. Da habe ich auch tatsächlich viele getestet und bin immer irgendwie nicht weiter vorangekommen, weil ich nicht zu 100% zufrieden war. Ich habe mir zum Beispiel dieses hier von CD gekauft. Das hatte ich mir auch nachgekauft, das ist leider runtergefallen und dann ist mir oben dieses Teil kaputt gegangen, sodass ich das jetzt wegwerfen muss. Das ist natürlich wirklich ein großer Nachteil, das war nämlich auch nicht günstig. Dann habe ich mir gekauft dieses hier von Nivea, aber durch dieses Glasfläschchen hier ja, gibt es bei uns immer Probleme, das ist nämlich auch runtergefallen. Also
Das ist nicht so einfach, scheinbar steht es einfach an der falschen Stelle. Deshalb bin ich dann auf dieses hier übergegangen, von Balea, aus Kunststoff eben. Aber das hat auch nicht so wirklich getan, was es sollte. Und jetzt habe ich endlich mein liebstes Deo gefunden. Ja, es hat lang gedauert. Und zwar ist es dieses hier von Rexona, habe ich auch schon öfters gezeigt. Und zwar dieses Maximum Protection Clean Scent. Dieses blaue hier ist deutlich besser als dieses pinkfarbene, ne? Rosa, pink, was auch immer das für eine Farbe sein soll, das finde ich überhaupt nicht so gut wie dieses hier blau. Das hat mich halt immer abgeschreckt, weil ich gedacht habe, das ist dann für Männer. Aber nein, ich kaufe das immer und immer wieder nach. Ich habe jetzt endlich mein liebstes Deo gefunden, das auch tut, was es soll und sehr, sehr lange tut, was es soll. Und das finde ich richtig genial. Für meine Männer kaufe ich immer dieses hier und zwar Nivea Man Cool Kick nennt sich das. Das ist allerdings auch dieses Glastiegelchen, das steht aber unten im Bad, weil da meine Männer quasi sich frisch machen und deshalb kaufe ich das immer wieder nach. Dann können wir direkt weitermachen mit meinen Männern, wie sich das anhört. Ne? Also ich habe 4 Kinder, für alle, die es nicht wissen und sich gerade wundern. Ich habe Sonnencreme gekauft und diese haben meine Männer aufgebraucht. Ich kaufe immer 50 plus. Mir ist es halt unglaublich wichtig, schaut mal, wie viel wir aufgebraucht haben in den letzten Monaten. Ja, denn auch wenn nicht so doll die Sonne scheint und die Kinder zum Beispiel keine Ahnung, Bundesjugendspiele hatten oder so, dann creme ich die schon auch nochmal ein. Und ich habe jetzt hier diese 2 von Garnier, die finde ich richtig gut. Und diese hier von Sundance, die ist halt viel günstiger, aber ja, keine Ahnung, ob die dann auch so gut ist wie die, kann ich euch nicht sagen. Ne? Also Sonnenbrand haben meine Kinder keinen bekommen und deshalb ist das vielleicht dann auch ein Alternativprodukt. Machen wir weiter mit Nägeln und zwar meinen Fingernägeln. Ich kaufe mir immer und immer wieder dieses Produkt hier nach von P2. Das riecht total gut. Hier super angenehm mit diesem Pumpspender. Einfach ein Wattepad drauf, 2-mal pumpen und dann den Nagellack abmachen. Ich hatte dieses hier in einer Goodiebag, eben auch von P2. Das hat auch ganz gut gerochen, wenn man das bei so einem Produkt sagen kann. Aber mich nervt es halt, wenn die ja, so ein Teil hier oben haben. Ne? Und irgendwie ja, finde ich halt dieses hier viel, viel besser und deshalb kaufe ich es mir immer und immer wieder nach. Dann hatte ich euch jetzt gerade eben in meinem Drogerie-Neuheiten-Video dieses Produkt hier gezeigt. Ich habe da auch ein Haul draus gemacht und dieses Produkt habe ich mir eben gekauft von L'Oreal Magic Retouch. Ja, für die grauen Haare, wenn die im Ansatz mal meinen, rauskommen zu müssen, was mich total nervt. Und deshalb kaufe ich mir so ein Produkt, dass ich einfach den Friseurbesuch so ein bisschen weiter rauszögern kann. Dann machen wir weiter mit Duschgel oder Duschcreme, wie auch immer. Ich habe euch dieses Produkt hier jetzt schon öfters gezeigt und zwar dieses Hallo Sommer von Tetesep, da war ich ja bei dem Event. Das kaufe ich mir schon auch gerne nach, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt das günstigste. Deshalb gehe ich da natürlich auch auf andere Produkte über. Ich hatte auch mal von Farb diese Produkte hier gekauft bei Müller. Die waren damals im Angebot. Jetzt ist es runtergefallen. Also es ist nochmal so eine Flasche, die liegt jetzt gerade auf dem Boden. Und zwar Kakaobutter und Kokosöl eben von Farb. Und diese Richtung hier war Romantic Moments, aber ich finde es jetzt nicht so super toll. Ich habe dann, weil ich so viele gekauft habe, weil es eben im Angebot war, das schon aus Verzweiflung in den Pumpspender im Gästebad als Handwaschmittel. Ja, damit ich es endlich aufbrauche. Also das werde ich mir definitiv nicht nachkaufen. Aber was ich mir immer wieder nachkaufe, das habe ich euch auch gerade in meinem DM-Haul gezeigt. Auf jeden Fall ist es dieses Produkt hier von Sebamed. Dieses Limette und grüner Tee Produkt, das ist so, so gut, wirklich unter der Dusche, das riecht so gut, das ist erfrischend und man riecht danach noch gut. Und ich habe hier noch diese Version, Lemongrass mit grünem Tee und das ist richtig, richtig gut. Und daran seht ihr, dass wenn ich euch einen Haul abdrehe und euch die Produkte zeige bzw. die Firmen nenne, dass ich keinen Quatsch erzähle, weil ich tatsächlich die Produkte aufbrauche und dann eben auch mir nachkaufe. Ne? Dann machen wir weiter mit einem Peeling, dieses Scrub Your Nose In It von Soap and Glory. Das war richtig teuer damals, das habe ich aber auch echt lange in Verwendung gehabt. Ich liebe es, unter der Dusche
alle 2-3 Tage mein Gesicht zu peelen. Und gerade wenn ich meine Haare wasche, dann passt das immer ganz gut. Dann läuft es ja so übers Gesicht und ich mag das super gerne. Allerdings werde ich mir das nicht nachkaufen, weil ich habe mir, seht ihr in meinem Drogerie-Haul, auch ein Peeling gekauft und das finde ich auch richtig, richtig gut. Jetzt machen wir mit Bodylotion weiter und zwar habe ich da verschiedene, aber auch da habe ich meinen Favorit gefunden. Ich zeige euch mal dieses hier, diese Body Milk eben von Sebamed, die finde ich richtig gut, super edel, ich habe es euch schon erzählt. Ich finde halt, die Produkte ähneln schon so ein bisschen an Apothekenprodukten, allerdings viel günstiger, aber jetzt für die Drogerie auch nicht so günstig. Die Produkte sind aber wirklich richtig gut, die sind sehr hautverträglich und ich mag es sehr, sehr gerne. Ich hatte dann in der Zwischenzeit auch mal dieses hier verwendet von Balea, diese Dusch Body Milk Vanille, sodass ihr quasi nach dem Duschen euch nicht eincremen müsst, aber das ist so ungewohnt für mich und deshalb mag ich das gar nicht. Das habe ich mir auch nicht nachgekauft und ich zeige euch jetzt mal mein liebstes Produkt. So, jetzt habe ich schnell geholt, habe ich mein Liebstes gefunden und zwar von Balea, dieses Soft Oil Balsam. Das ist halt sehr günstig, will ich jetzt mal so sagen und es riecht so, so gut. Es spendet genug Feuchtigkeit meiner Haut, es macht Spaß, es irgendwie aufzutragen, weil es auch schnell einzieht und ich stehe da nicht ewig lang im Bad und tippel rum und bin genervt, sondern ja, es tut, was es soll und zwar nach meinem Geschmack. Ich habe auch dieses hier ausprobiert von Alverde, diese Körpermilch, allerdings hat mir der Geruch nicht so gut gefallen und es ist auch von der Konsistenz her so gewesen, dass sie viel fester war als eben die von Balea, also dieses Soft Oil Balsam. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt weiter eben dieses hier zu kaufen. Und ich habe euch vergessen, dieses hier zu zeigen von Kneipp, diese Aromapflegedusche. Auch dieses Produkt hier war richtig gut, aber es ist vom Geld her so, dass es schon ein bisschen teurer war und ich deshalb eben andere Produkte zum Duschen verwende jetzt, mit denen ich sehr zufrieden bin, die eben günstiger sind und super gut riechen und meine Haut pflegen. Machen wir weiter mit dem Körper und zwar ja, das Thema Eincremen. Hier habe ich diese Körperbutter von Alverde, die war im Angebot für 2,50 Euro mit Macadamia-Nuss. Fand ich die richtig gut. Allerdings für den Winter. Und ich habe euch jetzt einfach mal ja, zum Vergleich dieses Produkt hier mitgebracht. Das habe ich auch aufgebraucht und zwar ist es von The Body Shop. Um einiges teurer, ne? Aber es riecht halt unglaublich gut. Es war jetzt die Version mit Honig. Richtig gut. Vielleicht mal für besondere Anlässe, auch zum Verschenken zum Beispiel richtig gut. Es hat meine Haut sehr, sehr schön gepflegt. Aber wie gesagt, wenn mal sowas im Angebot ist, nehme ich das natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Dann machen wir weiter mit 2 Produkten, die total eigentlich jetzt nicht so nennenswert sind. Nämlich Einwegrasierer, die man eben auch mal braucht. Ne? Und dann hatte ich dieses hier mal mitgenommen von Balea, dieses Rasiergel Pink Grapefruit. Ja, war ganz gut, aber ich habe jetzt kein spezielles Rasiergel, ne? Ich habe es einfach mal mitgenommen und ja, wollte es euch auch mal heute in diesem Video zeigen. Dann machen wir weiter mit Füßen. Lasst uns mit Füßen weitermachen. Da habe ich dieses Produkt hier aufgebraucht, allerdings habe ich echt ewig lang gebraucht, um dieses Produkt aufzubrauchen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, irgendwo zu kaufen. Beim DM hatte ich das, glaube ich, mal mitgenommen. Vital Fußbad. Und zwar mache ich das halt super gerne, allerdings vergesse ich das ganz oft. Wenn man auf dem Sofa ist, einfach so eine Schüssel, ne, für die Füße, warmes Wasser rein, dieses Produkt und die Füße einweichen. Ja, das müsste ich mal wieder tun. Auf jeden Fall ist es leer und da sind ätherische Öle enthalten. Deshalb hat es immer so gut gerochen. Auf jeden Fall muss ich da mal nach Ersatz gucken, dass ich da wieder was Schönes für meine Füße kaufen kann. Dann zeige ich euch 2 Haargel-Produkte. Einmal von Gard und einmal von Kur. Das ist, glaube ich, vom Lidl oder vom Aldi. Mein Mann verwendet das. Jetzt zeige ich euch Produkte für die Pflege und zwar für die Nachtpflege. Da verwende ich immer dieses hier von Garnier, diese Miracle Sleeping Cream. Die habe ich euch schon so oft gezeigt. Und ich habe mir die auch schon bei Amazon mal gekauft, als irgendwie Amazon Prime oder so war, da war die im Angebot. Ich meine, die kostet 10 Euro bei DM, ne? 9 Euro noch was und da gab es die irgendwie für 4 Euro. Da habe ich mir dann gleich mal 2 gekauft und die habe ich jetzt leer gemacht, die mag ich super gerne. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit
Masken. Ich liebe Masken. Ja, jeder, der mir schon länger folgt, weiß es auch. Ich habe jetzt hier mal eine von L'Oreal. Da ist noch ein bisschen was drinnen, aber das ist jetzt so steinhart, dass ich es nicht mehr verwenden kann. Und zwar ist es diese Detox-Maske. Tonerde Absolu. Und ich habe die so geliebt. Dieses Tiegelchen, ne? So, so edel. Allerdings kostet die halt auch 10 Euro. Und ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob ich sie mir nachkaufen werde. Ich denke aber schon, weil ich die wirklich so, so gut finde. Ich liebe es, die aufzutragen und dann putze ich ja frühs immer, ne? Dann klingelt der Postbote und sieht mich. Aber das ist mir auch relativ wurscht. Jedenfalls wasche ich sie dann ab und irgendwie ist das so ein schönes Gefühl. Ich habe immer so den Eindruck, dass die wirklich alles rauszieht, allen Schmutz und alle, ja, Unreinheiten. Und ich bin super glücklich mit dieser Maske hier gewesen. Ich denke, ich werde sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Zum Beispiel diese Tuchmaske hier, diese Aktivkohle. Also das ist ein Aktivkohle-Vlies und ich fand die echt gut. Es war sehr ungewohnt, weil ich eigentlich immer diese hier in Verwendung habe. Kann ich euch zeigen. Und auch hier, wer mir schon länger folgt, weiß das auch. Von Balea, diese Aquatuchmaske. Ihr seht, die kostet ja 1 Euro oder ist 95 Cent und ich finde die so, so toll. Ich mag das einfach, ne? So das Gefühl. Morgens trage ich mir die auf und ja, bin dann einfach glücklich, wenn ich sie wieder abziehe. Allerdings mache ich das nicht jeden Tag, ne? Also nicht wundern. Und die mag ich sehr gerne. Allerdings habe ich als Alternativprodukt diese hier von Garnier. Und die kostet halt direkt mal 1,95 Euro. Aber ich finde die so, so toll. Ich finde die sogar besser als die von Balea. Und ich verwende die halt sehr gerne für besondere Anlässe, ne? Ich habe euch hier das mal aufgehoben. Und zwar habt ihr da zwei Tücher, die so aneinander kleben. Das eine müsst ihr euch abmachen. Schaut, dieses hier zieht ihr euch ab und das Weiße, das dann eben da dran bleibt, das macht ihr euch aufs Gesicht. Und ich habe auch wirklich den Eindruck, dass die von der Passform bei mir viel besser ist. Ne? Die andere, die steht dann immer so ein bisschen ab, aber das zuppelt man sich halt zurecht, das ist ja kein Thema. Und die riecht so, so gut. Oh, die riecht so gut. Die habe ich mir heute Morgen aufgetragen. Dann machen wir weiter mit diesen Nose Stripes. Die habe ich euch auch gerade in meinem DM-Haul gezeigt. Die habe ich mir wieder nachgekauft. Ich finde die so, so toll. Also auf jeden Fall besser als die von Rossmann. Wie nennt sich diese Marke? Biore oder so? Ich spreche es wahrscheinlich gerade falsch aus oder sage es euch falsch. Jedenfalls schaut mal in das andere Video rein. Wenn ihr dieses hier fertig geschaut habt, ich verlinke es euch unten in der Infobox, dann seht ihr, was ich meine. Die finde ich richtig gut, mag ich sehr, sehr gerne. Und das Thema mit dieser Aktivkohle, das ist ja jetzt ja, besonders im Run, ne? Im Trend. Im Trend. Und jetzt zeige ich euch noch drei andere Masken, die ich auch ganz, ganz toll fand. Allerdings waren die von Sephora und die hatte ich mir damals in Cannes mitgenommen und war immer so, nein, ich verwende es aber halt nicht, nein, ich verwende es aber halt nicht. Ich habe sie tatsächlich jetzt erst verwendet. In Cannes war ich ja mit L'Oreal und mit meinen Mädels. Da war ein Blogger-Event, das war so, so schön und an dem einen Tag sind wir eben nach Cannes reingefahren, weil wir waren also nicht in Cannes direkt zu dem Event. Oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Jedenfalls sind wir da zu Sephora gegangen und da habe ich mir diese drei Masken hier mitgenommen. Und die sind so, so toll. Also wenn ich irgendwann mal wieder einen Sephora betreten werde, was wahrscheinlich nicht heute Morgen passiert, dann kaufe ich mir auf jeden Fall weitere Masken, weil die richtig gut sind. Dann wollte ich euch noch diese Beauty Effect Augengel Pads zeigen. Ich habe hier zwei Packungen. Zeige ich euch mal, so sieht das aus, beziehungsweise nein, das ist für die Stirn, das sind diese Augenpads und die finde ich leider lange nicht so gut wie diese hier von Royal Wellness. So sehen die aus in dieser Verpackung und die sind so golden und die tragt ihr euch eben hier auf diese Partie auf. Ich lasse sie dann ganz lang einwirken, putze dann auch wieder in der Zwischenzeit und ich liebe diese Augenpads. Die habe ich euch auch schon in meinem Favoritenvideo gezeigt. Die sind mit Kollagen und ich weiß nicht, also ich sehe da einen sofortigen Effekt. Die sind so, so krass. Und dann dachte ich mir, okay, probierst du mal ein Alternativprodukt, aber die sind richtig schlecht. Also die sind so richtig schlecht. Aber was noch schlechter ist, oder was noch schlechter ist, sind diese hier. Mein Gott, ich habe voll die Wortfindungsstörung. ich schneide dieses Video aber nicht, weil ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt einfach mal und ja, dann habt ihr vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung, ne? Und ja, auf jeden Fall sind es diese hier, die finde ich so richtig schlecht von Revival Loop, wie gesagt. Und zwar sind die so, so heftig, wenn man die sich draufklebt. Ey, da denkst du irgendwie, du hast irgendwie Beton draufgeklebt. Ne? Gefallen mir überhaupt nicht. Also die
sind für mich die schlechtesten. Dann kommt diese hier von Balea und die besten sind halt diese hier von Royal Wellness. Und dann habe ich mir aber in der Zwischenzeit gedacht, ich kaufe mir auch mal sowas für die Stirn, als ich noch nicht so weit war und wusste, dass mir diese hier überhaupt nicht gefallen werden. Deshalb habe ich mir mal dieses hier gekauft und zwar ist das für die Stirn super teuer. Ich glaube, da waren nur 3 Stück enthalten und ich habe 4,95 Euro oder so bezahlt. Super viel Geld und die waren richtig schlecht, um nicht scheiße zu sagen. Sorry. Okay, hätten wir das Thema mit Masken und mit schönen Tüchern eben fürs Gesicht, Augenpads. Und dann machen wir doch weiter mit Beauty ein bisschen. Ne? Ich habe das Wort gerade nicht. Dekorative Kosmetik. Jetzt habe ich es. Also, ich habe hier jetzt erstmal einen Porenverfeinerer. Und zwar ist der von Good Skin, dieser Z-Pore. Den hatte ich mir damals gekauft, der war auch leider nicht so günstig, den hatte ich bei Douglas mitgenommen, aber ich habe da jetzt super Alternativprodukte gefunden, eben für mich. Zum einen zum Beispiel der von NYX, der ist wirklich richtig gut. Ich meine, ich liebe meinen Professional von Benefit, aber der kostet halt auch 30 Euro. Ich wollte halt mal alternativ eins probieren, ein Alternativprodukt und das war, ja, das kommt jetzt erstens mal nicht an das von Benefit dran und um es günstiger zu machen, ist der von NYX wirklich viel besser und ein super Alternativprodukt, wenn man eben nicht so viel ausgeben möchte wie das Produkt von Benefit. War das jetzt gerade Deutsch? Ich glaube schon. Dann habe ich diesen hier leer gemacht von Astor. Und zwar diesen Eyeliner, aber ich fand den nicht wirklich gut. Ich habe ihn dann halt leer gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, jetzt hast du ihn da, ne? Das Geld ist ausgegeben. Und das ist mir einfach viel zu dick vorne gewesen und der war dann auch schnell leer nach einer Zeit, ne? Weil bei manchen Produkten, wenn du dann deinen Lidschatten aufgetragen hast, dann merkt man schon, dass die dann immer schwieriger aufzutragen gehen, ne? Durch den Lidschatten einfach, weil das ja auch nochmal Produkt quasi saugt, um es jetzt mal so auszudrücken. Also auf jeden Fall finde ich den nicht gut. Ich habe da viele Alternativprodukte, die ich definitiv besser finde und deshalb kaufe ich mir den nicht mehr nach. Aber was ich auf jeden Fall nachgekauft habe, ist diese Eyeshadow Base von Essence, diese I Love Stage, wobei ich da auch sagen muss, dass ich oftmals zum Beispiel das Make-up, das auf dem Beauty Blender, mir das auch nochmal so aufs Auge tupfe und das auch als Base quasi dient. Ne? Also eigentlich bräuchte man so ein Produkt gar nicht extra kaufen. Aber das hatte ich mir eben nachgekauft, ist aber auch schon eine Weile her und wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Wir machen mal weiter mit meinen Haaren, die ich mir ja heute so komisch hochgemacht habe, weil eben der Ansatz zu sehen ist und weil der Friseurbesuch noch ein bisschen dauert. Ich zeige euch jetzt mal mein Hitzeschutzspray von L'Oreal. Das habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Ich kaufe mir immer wieder dieses nach. Es gibt es in 2 verschiedenen Versionen. Einmal für gelocktes Haar und einmal für glattes Haar. Und ich liebe eben ja, dieses hier in der glatten Form. Ich habe auch das andere, aber im Moment glätte ich halt immer meine Haare, nachdem der Aaron mir gesagt hat, dass mir glatte Haare besser stehen. Der Aaron ist der Stylist von L'Oreal und als wir bei einem Event waren, hat er das mal zu mir gesagt. Da waren wir, glaube ich, auf der Berlinale. Ja, und irgendwie habe ich das so im Kopf, obwohl ich auch gerne gelocktes Haar trage, aber das ist halt super aufwendig bei mir. Egal. Jedenfalls kaufe ich dieses hier immer nach und das habe ich auch wieder nachgekauft für 4,95 Euro. Und ja, wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Jetzt zeige ich euch mein Shampoo und zwar habe ich euch dazu auch ein Video gemacht, das ist von Desorge. Das Video dazu kann ich euch gerne mal unten in die Infobox verlinken. Ich habe euch da 10 Tipps quasi gezeigt, wie ich meine Haare ganz lang bekommen habe und lang und gesund. Vor allen Dingen, ne, weil es gibt ja auch lange Haare, die oftmals unten nicht mehr so schön aussehen, aber das Video kann ich euch wie gesagt nur empfehlen, schaut mal unten rein und da habe ich euch eben auch dieses Shampoo und diese Spülung hier gezeigt, das kaufe ich mir auch immer wieder nach, weil ich es einfach richtig gut finde, ich finde es vom Duft gut und ich mag es sehr, sehr gerne. Allerdings habe ich mir davor immer das von Bella auch gekauft und das sieht so aus, einmal das Shampoo und hier ist der Conditioner, beziehungsweise ich habe hier dann auch noch immer Andridge gekauft. Von Vella. Das ist so krass. Das ist so, so krass, dieses Produkt. Aber Leute, ich glaube, dieser Bottich hier kostet um die 30 Euro. Das ist natürlich echt eine Stange Geld, ne? Aber ich liebe es. Also ich finde es richtig gut. Und was ich auch richtig, richtig gut
schon immer fand und weiterhin finde und mir auch nachgekauft habe, ist dieses Produkt hier von Lux Oil SP, eben auch von Vella. Diese Reihe nennt sich eben SP und es riecht so krass gut. Wenn ihr mal beim Friseur seid und der Vella Produkte vertreibt, dann riecht da mal dran. Das ist so, so krass, aber dieses kleine Pöttchen hier kostet 30 Euro. Oh mein Gott! Und ja, das ist richtig krass. Also für besondere Anlässe habe ich mir das immer aufgetragen, beziehungsweise trage es mir auf und finde das richtig, richtig gut. Soviel zu meinen Haaren. Hier habe ich jetzt noch ein Lippenpflegeprodukt und zwar von Tiroler Nussöl. Das hatte ich euch schon erzählt, dass ich mir morgens und abends eben immer so einen Pflegestift auftrage. Allerdings habe ich mir jetzt einen von Sebamed gekauft. Seht ihr in meinem Drogerie-Haul. Ich fand den aber richtig, richtig gut. Ich mochte den sehr gerne. Ich mochte den Geruch sehr gerne. Und ja, werde ich auf jeden Fall noch so im Hinterkopf behalten. Dann habe ich auch gebraucht von Marbert diese Anti-Aging-Creme hier, dieses Serum. Und zwar habe ich mir das immer hier unten aufgetragen. Das soll eigentlich auch als Wimpernserum dienen, aber dafür habe ich es jetzt nie verwendet. Ich habe es mir einfach nur hier unten aufgetragen und fand das richtig, richtig gut. Dann habe ich auch gebraucht von Christian Dior Hypnotic Poison Body Moisturizer. Ich habe euch in meinem Dupes Video zu den Parfums erzählt, wie sehr ich Hypnotic Poison liebe. Oh mein Gott, ich liebe einfach diesen Duft. Und da habe ich mich total gefreut, als ich das Geschenk bekommen habe. Und jetzt habe ich es halt auch gebraucht. Ja, so sieht's aus. Wir machen jetzt mal zur Abwechslung weiter mit meinen Männern. Und jetzt machen wir mit denen mal weiter. Und zwar mit diesem Showergel hier von Axe. Das kaufe ich immer und immer wieder. Meine Kinder, meine Männer lieben dieses Produkt hier. Alternativ hatte ich auch mal dieses von Balea. Und zwar dieses Wake-Up-Call-Duschgel, aber das kommt denen lange nicht so gut wie dieses hier. Und dann habe ich Shampoo und zwar kaufe ich das immer im Wechsel für die Jungs. Einmal hier von Nivea, dieses Anti-Schuppen-Power-Shampoo, habe ich hier 3 Flaschen und alternativ eben dieses hier. Ich finde dieses hier besser. Nicht, weil ich jetzt einen großen Unterschied sehe, sondern weil es besser riecht. Also mir gefällt auf jeden Fall dieses hier besser von Head & Shoulders. Jo, jetzt machen wir mal weiter mit meinem Lessandro, beziehungsweise mit noch ein paar anderen Produkten. Und zwar verwendet der Lessandro von Garnier dieses Shampoo hier, Wahre Schätze. Und dazu habe ich auch, als er noch etwas längere Haare hatte, also wir haben es ihm ja ganz kurz geschnitten, aber immer wieder verwende ich trotzdem noch diese Maske, weil ich das total gerne mag. Dann werden seine Haare auch schön weich. Er hat nämlich so ein bisschen widerspenstiges Haar. Ja, das hat er wahrscheinlich von der Mama. Jedenfalls habe ich diese 2 Produkte für ihn eine ganze Weile verwendet. Oder dieses Shampoo hier. Ne? Das ist einfach ein ganz mildes Shampoo. Riecht auch total gut. Das ist halt für etwas kleinere Kinder gedacht. Und ja, davor hatte ich dann nochmal dieses hier gekauft von Penaten, dieses Shampoo, aber das werde ich jetzt nicht noch nachkaufen, weil der merkt es ja dann auch, ne, dass es halt für etwas kleinere Kinder ist und das möchte er dann natürlich auch nicht haben. Ne? Da achten halt die Jungs schon sehr drauf. Dann hatte ich dieses hier dem Lessandro mal gekauft, der geht nämlich super gerne in die Badewanne von TT-Sept, Schaumwelten nennt sich das Goldschatz. Aber da haben wir immer wieder wechselnde Produkte. Und er liebt ja Lush total, ne? Diese Badebomben. Wer mir auf Snapchat folgt, weiß das auch. Also der geht ja regelmäßig in die Badewanne. Der Lessandro, das ist auch der Einzige, der jetzt noch in die Badewanne, ne, geht. Und da verwendet er halt super gerne Badebomben von Lush. Dann wollte ich euch noch diese Duschschäume hier zeigen. Und zwar zum einen von Rituals. Da habe ich dieses hier und dieses hier Heavy Butter. Aber ich finde alternativ dieses hier sehr, sehr gut von Kneipp, wachgeküsst eben. Aber mein liebstes Produkt ist halt dieses hier von Rituals, Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Das ist so, so gut. Alternativ hatte ich mal dieses hier mitgenommen, diesen Duschschaum hier bei Rossmann. Den fand Alessandro richtig gut, der mag das halt voll, ne? Wenn da so das aufschäumt, einfach rauskommt und aufschäumt. Und ich glaube, meine Lieben, ich habe euch soweit jetzt alles gezeigt. Es war ganz schön viel, aber wie gesagt, ich habe über Monate jetzt gesammelt. Ich hoffe, dass irgendwas Passendes für euch dabei war. Vielleicht wisst ihr jetzt, ja, zu was ihr vielleicht eher greifen solltet oder eher nicht. Eine kleine Review eben von mir, aber bitte denkt dran, was mir gut gefällt oder gut tut, kann sein, dass es jetzt für euch überhaupt nicht passt.
Ne? Aber ihr habt euch dieses Video gewünscht und deshalb habe ich es natürlich sehr, sehr gerne abgedreht. Das war es jetzt von mir. Schaut gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!